Namaste, Namaste. Ein erster Versuch eines Grußwortes endlich aus Südafrika. Herzlich willkommen beim kleinen Kaimi-Report heute erstmal. Ja, der Kaimi und die Fliegerei, das ist so eine Geschichte. Es ist jetzt zum vierten Mal hintereinander, dass man sagen kann, das ging so richtig in die Hosen. Diejenigen, die noch mein Condor-Rückflugvideo in Erinnerung haben. Nun, meine Frau und ich dachten, wir machen es diesmal richtig schlau. Wir fliegen nämlich von Basel aus. Und zwar nach Istanbul und dann von Istanbul nach Kapstadt mit Turkish Airlines. Diejenigen, die Champions League schauen, wissen, dass die immer wieder Airline des Jahres sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, alles gut. Bis Istanbul und dann sind wir um 23 Uhr dort, das war alles normal, sind wir dann gestrandet bis 7 Uhr morgens, also 8 Stunden am Flughafen in Istanbul, der zwar sehr schön ist, aber wer hat schon Lust, um 2 oder 3 oder 5 Uhr morgens zu shoppen? Da ist übrigens alles offen. Die können die Läden gar nicht zumachen. Also es ist unglaublich, die meistens Verkäuferinnen, die stehen sich da die Beine in den Bauch. Ich würde sagen, ab 1 Uhr morgens der Flughafen ist immer irgendwie belebt, aber um 1 Uhr morgens an ist niemand mehr in diesen Geschäften drin und die müssen einfach dort sein, weil man kann das irgendwie baulich nicht abschließen. Nun gut, ich bin langsam Spezialist für durchzechte Nächte an Flughäfen. Ich denke, ich werde mal die Folgeverfilmung von Tom Hanks, der da an einem Flughafen herumgehangen ist, werde ich übernehmen. Ich bewerbe mich mal. Und ja, man ist dann gerädert, wenn man nach 27 Stunden endlich in der bescheidenen Hütte ist. Bei der Ankunft gibt es ja dann auch noch ein paar Pflichten. Immigration, das läuft zwar bei Südafrikanern hervorragend, die sind perfekt organisiert, der Zoll auch. Dann ein Riesenspaziergang zu den Autovermietungen dort, das Auto lösen. Dann jedes Mal gibt es irgendwie wieder ein Special, weil die südafrikanischen Modelle sind nicht identisch mit den europäischen Modellen, auch nicht von Toyota. Und ich spreche nicht von rechts gesteuert, sondern irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe zum ersten Mal eine Handbremse bei einem Toyota Cross, die man mit dem Fuß bedienen muss. Und zwar zuerst den Motor anlassen, dann die Handbremse mit dem linken Fuß lösen und dann umgekehrt. Alle solche kleine Dinge, die natürlich problemlos sind, aber wenn man dann schon 26 Stunden mehr oder weniger wach ist, ist das einfach auch ein bisschen lästig und man fragt sich dann ganz ehrlich, warum tue ich mir das noch an? Ich habe die beste Ehefrau der Welt und sie fühlt sich hier pudelwohl. Sie ist ein bisschen gefrörig und hier unten ist es halt etwas wärmer. Und ja, da geht man eben auf solche Dinge ein. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn man dann mal hier ist, ist es wunderbar. Wir haben auch schon wieder Freunde getroffen und ja, für uns die Lebenshaltungskosten sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der Schweiz. Auch wenn man Strom kaufen geht, das ist hier so, dass man mit einer Karte zu Mr. Pick n Pay oder Checkers oder Spar, die verkaufen alle Strom an den Kundenschaltern und dann speist man das selbst ein zu Hause in der Garage. Auch das ist wesentlich günstiger. Für uns natürlich, das ist wieder die Relation, die ich ja da bei dieser Schiffmann-Geschichte auch schon gebracht habe. Apropos Strom, gibt es primär sehr gute Nachrichten, und zwar die App ist weg, die Stromausfallunterbrechungs-App. Das ist mal ein gutes Zeichen. Und seit 217 Tagen hat es hier keine Stromausfälle mehr gegeben. Das ist das, was wir schon im Februar prognostiziert haben. Wenn es auf die Wahlen zugeht und wenn der ANC die absolute Mehrheit verlieren sollte, werden Sie sich ins Füdle klemmen und schauen, dass dann diese Loadsheddings, also diese Stromausfälle, wegbleiben. Nun 217 Tage, das ist deutlich mehr als ein halbes Jahr. Aber nicht
Für alle Menschen ist das nur gut. Das tönt jetzt extrem schizophren, aber es gab relativ eine größere Anzahl Menschen, die konnten sich natürlich bei Stromausfällen extrem nützlich machen. Nein, ich bin nicht zynisch. Ich spreche nicht von Einbrechern. Das war natürlich auch das Paradies, weil da funktioniert dann gar nichts mehr, auch keine Alarmanlage. Nein, ich spreche von Menschen, die teilweise obdachlos sind oder wirklich in den ganz schäbigen Ecken der Townships leben. Mein Township muss man aufpassen, das ist nicht einfach immer nur Favelas und Barackensiedlungen, das ist auch Lebenskultur, das ist Theater, das ist Kleinkunst, das ist Handwerk. Wir denken immer, ja, sobald irgendwo eine Wellblechhütte steht, ist das die große Armut. Ja, es gibt Ecken dort, wo man wirklich, wo Drogen, Alkohol, Gewalt, Gang-related Violence, also Bandengewalt, wirklich dramatisch herrscht. Aber man muss sich das einfach vorstellen, das sind gewachsene Gebilde. Khayelitsha hat mittlerweile gegen 2 Millionen Einwohner, ein Township. Die haben signalisierte, ganz normal signalisierte Autobahnanschlüsse und Ausfahrten. Aber zurück zu diesen Homeless, also Obdachlosen und Ärmsten der Armen in den Townships. Die konnten sich natürlich in den Städten und Dörfern, dort überall, wo Lichtsignale waren, Ampeln, konnten sich die nützlich machen, quasi als Verkehrswächter und als Verkehrshilfspolizisten, die beim Ausfall der Ampel natürlich den Verkehr regelten, nach ganz kurzer Einführung. Und ich habe ein paar Interviews gelesen mit solchen Menschen, wenn sie dann halten mussten, die Berufsverkehrsfahrer vor allem, die haben dann immer wieder ein Ötle rausgestreckt, 10, 20 Rand, und diese Menschen, die sonst kein Einkommen haben, wirklich von minimaler Sozialhilfe lebten, haben dann bis zu über 500 oder 600 Rand verdient pro Tag. Man muss sich vorstellen, das ist in etwa das Doppelte bis Dreifache eines Farmarbeiters, also jemand, der auf einer Weinfarm arbeitet, und sicher das Doppelte einer Putzkraft, die einen Haushalt oder ein Haus pro Tag putzt. Und das ist jetzt, die sind jetzt alle wieder komplett nutzlos, weil niemand muss mehr den Verkehr regeln, weil die Ampeln funktionieren wieder und sie sind wieder auf dem absoluten Minimum. Und auch das gibt es in Südafrika, nicht nur in Deutschland. Pfandflaschen sammeln, aber eben für den Großteil der Menschen. Auch für die Wirtschaft, selbstverständlich, ist es natürlich ein Segen, dass im Moment genug Strom da ist. Man plant auch in Richards Bay, das ist der größte Exporthafen, da kommen die Züge, wenn sie denn fahren, von den Minen mit den Rohstoffen, dort wird das verschifft und in die Welt exportiert. Dort plant man eine riesige Offshore, also im Meer stehende Windanlage. Das ist jetzt nicht ganz so doof, weil dort hat es wirklich extrem viel Wind und dort ist auch Industrie, die diese Energie natürlich auf kürzestem Weg nutzen kann. Also es tut sich was, ebenfalls extrem erfreulich, das war auch schon anders. Es hat unglaublich viel Wasser, die Teiche, die Reservoirs der Weinfarms, die sind rand- und platschvoll. Es ist grün wie in der Schweiz, also haben wir schon lange nicht mehr so gesehen. Also von daher viele, viele gute Nachrichten. In dem Moment, wo ich dieses Video mache, vielleicht doch noch schnell nach Amerika, haben die Wahllokale längstens geschlossen. Es scheint wirklich, dass Trump die Kunst des Comebacks das Rennen macht. Natürlich große Schnappatmung in weiten politischen Kreisen von Deutschland und der Schweiz. Ich gebe das zu, auch wenn man das nicht so darf. Ich finde es das Bessere, die bessere Wahl als Kamala Harris. Und es ist auch ganz egoistisch und patriotisch gesprochen, meiner Meinung nach auch die bessere Wahl für die Schweiz, weil die Schweiz ist immer besser gefahren mit republikanischen Präsidenten. Die Demokraten, das sind Schweizhasser, die haben das Gefühl, da läuft alles schief und korrupt. Und Schwarzgeld, wie wenn sie in Delaware kein Schwarzgeld hätten.
Und man muss nur diesen unsäglichen Botschafter Scott Ritter, nein, Scott Miller, Entschuldigung, ich hätte es fast Scott Ritter etwas Unrecht getan, in Bern, dieser Vogue-Aktivist, anschauen, wie sich der erdreistet, sich über die Schweiz zu äußern. Nun, viele werden da anderer Meinung sein. Ich spreche nicht vom Charaktermenschen Trump, obwohl ich ihn nicht kenne, möchte ich also auch nicht irgendwie. Man muss sich ja mit Menschen immer ein bisschen auseinandersetzen, aber in grosso modo. Und was mich, und das ist vielleicht eine sehr naive Hoffnung, weil auch für Trump gilt vielleicht, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, was ich wirklich hoffe, ist, dass Kennedy als quasi Gesundheitsminister in sein Kabinett aufnimmt, weil er ist wirklich auf dieser Linie von auch Ärzten, Autoren, die sagen, so kann es mit der Gesundheit in Amerika nicht weitergehen, mit diesen vielen, vielen chronisch kranken Menschen und vor allem eben auch Kindern. Da muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und das ist jetzt dann wieder meine Deformation professionell, die da durchdrückt. Und ja, das teuerste Gesundheitswesen der Welt, USA. Und man kann fast sagen, das Krankeste, kann man das sagen, krankhaft, nein, das Krankeste der Welt auch hier im Preis-Nutzen-Relation. Ja, liebe Freunde, das soll es mal gewesen sein. Ich schaue mal, dass ich das jetzt hochladen kann. Offenbar haben wir jetzt ein bisschen schnelleres Internet bekommen hier zum gleichen Preis. Es geschehen noch Wunder. Und ja, ich werde mich wieder melden bei Gelegenheit mit einer Geschichte von District 6, ein Quartier, ein sehr, sehr spezielles, trauriges Quartier in Kapstadt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es gab auch mal einen Film, District 6. Und in diesem Sinne, Grüße aus dem sonnigen, aber kühlen Südafrika. Es ist hier mitten im Frühling, Vorfrühling kann man fast nicht mehr sagen, aber Frühling. Und schön, dass ihr mir da einen Moment zugehört habt. In diesem Sinne, mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Wer sich fragt, wo Georg ist, er ist zu Hause geblieben, weil Georg hat Flugangst und wir wollen da ja niemanden unter Medikation setzen, nur damit er fliegen kann. Also, sali zusammen, macht's gut.